Aber immerhin wird in Deutschland geimpft. Das muss man ja im Verhältnis sehen, überhaupt erst in 63 Ländern der Welt überhaupt der Fall ist. Und 9 von 10 Menschen in armen Ländern werden dieses Jahr vermutlich keine Impfung gegen Covid-19 erhalten. Ich glaube, bis in armen Ländern vulnerable Gruppen eine Chance auf Impfschutz haben, da sind hier schon längst alle Hunde und Katzen durchgeimpft. Corona ist aber nun mal eine Pandemie. Und das Pan kommt nicht von Pfanne, weil das Problem am besten am heimischen Herd behandelt wird. Es heißt eben weltweit. Und ein weltweites Problem kann man nur weltweit lösen. Impfen als nationales Problem zu betrachten oder als nationale Errungenschaft ist doch ziemlich bescheuert. Das wäre wie den Klimawandel nur in einem einzigen Land zu bekämpfen. Bringt nichts. Und wenn wir das bei Corona machen, dann entstehen anderswo noch mehr Mutationen und wir fangen hier auch irgendwann wieder ganz von vorne an. Und das, meine Damen und Herren, das können wir wirklich auch der jungen Generation auf keinen Fall zumuten. Denn die junge Generation leidet mit am meisten. Ja, und wir werden uns als Gesellschaft bei ihr bedanken und entschuldigen müssen. Und das sage ich ausnahmsweise vollkommen unironisch. Diese junge Generation, die gerade auf so vieles verzichtet, was eine junge Generation ausmacht. Dazu kommt die Angst, im Leben doch schlechtere Startbedingungen zu haben. Gerade bereitet sich ja wieder ein neuer Jahrgang aufs Abitur vor. Abi 21 und es hat Zoom gemacht. Abi zu Hause und danach ein Jahr Work and Travel in der Küche. Großartig. Natürlich haben die Jugendlichen auch die Befürchtung, es könnte am Ende bei ihrem Abschluss irgendwie eine halbe Sache rauskommen. Die Kultusministerinnen und Minister sagen da ganz klar: Wir haben uns geeinigt, dass wir Prüfungen schreiben in Deutschland und dass wir uns gegenseitig auch die Prüfungen anerkennen und dass die Abiture gleichwertig sind zu den Abituren, die in den letzten Jahren und in den kommenden Jahren geschrieben werden. Gleichwertig? Das halte ich für vollkommen falsch. Dieser Abschluss muss natürlich als höherwertig eingestuft werden. Ist doch gar keine Frage. Diese Jugendlichen haben sich Dinge selbst beigebracht. Die haben sich selbst motiviert. Die sind nebenbei zu Computercracks geworden, die zwischendurch noch ihre Eltern im Homeoffice betreuen. Ja, auch teilweise Eltern der Generation, da ist aber kein Schalter. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, die konnten bei niemandem spicken, abschreiben. Die konnten nicht mal auf dem Klo zu Hause heimlich rauchen, weil da heimlich der Vater raucht. Also ich habe allerhöchsten Respekt. Jetzt wird ja immer gesagt, wenn wir lockern können, dann werden wir als erstes wieder bei den Schulen lockern. Es gibt ja auch Pläne für eine Übergangsphase mit Wechselunterricht, mal in der Schule und mal zu Hause. Ich meine, Wechselunterricht gibt es ja auch jetzt schon beim Homeschooling. Mal wird geschrien, mal geweint. Vor allem, wenn Eltern mal wieder zu perfekt sein wollen. Corona hat Deutschland weiter im Griff. Der nicht enden wollende Lockdown mit den Schulschließungen stellt insbesondere Eltern vor ganz neue Herausforderungen. Noch so ein Ding. Und wir beide haben ein Problem. Oh, Mama. Familie Werner hat deshalb ein eigenes Homeschooling-Konzept entwickelt. Die Stunde ist vorbei. In 5 Minuten Gosse First Service Englisch. Wir dachten einfach, wenn wir schon zum Homeschooling gezwungen werden, dann bieten wir dem Lukas auch ein authentisches Schulerlebnis. Direkt einfach hier bei uns zu Hause. Es soll alles genau so sein wie bei ihm in der Schule. Ja, und Dienstagnachmittag ist dann Sport bei uns im Garten. Und ja, Deutsch fällt quasi immer aus. Das ist ja auch beim Lukas in der Schule so. Oh, es geht schon wieder weiter. Die Toilette war den Werners besonders wichtig. Richtig schön original versifft. 10.45 Uhr, Englischunterricht. Good morning, class. Good morning, Mr. Werner. Good morning. Today we want to talk about Shakespeare. Die Eltern scheuen keine Kosten und Mühen, um ihrem Sohn eine realitätsnahe Unterrichtserfahrung zu bereiten. Very, very famous writer of theater plays. Und? Also he was a poet. Boah, Mama, das war mega cringe. That maybe doesn't anybody know. Ein glaubwürdiges Schulerlebnis erstreckt sich für die Werners auch über die Pause. Lol, du Opfer! Was soll das? Du bist live! Authentisches Homeschooling. Ein Konzept mit Zukunft. Hey, how are you, fellow kid?
Jetzt mal ziehen. Oh, Papa. Komm schon, willst du auch dazu gehören? Hm?